Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ja, wie alle anderen muss ich natürlich auch zu Hause bleiben und zu Hause sitzen. Und naja, es ist ja quasi eine Verordnung des Landes NRW bzw. der Bundesregierung, zu Hause zu bleiben. Entsprechend gibt es natürlich auch nicht so viel Neues, aber ich habe natürlich trotzdem ein bisschen was für euch und möchte euch natürlich trotzdem in diesen Viruszeiten unterhalten. Das heißt, es wird natürlich jetzt wahrscheinlich ein paar mehr Videos von zu Hause geben. Am Sonntag bin ich dann in der Halle und werde noch mal ein bisschen schrauben, und zwar am EJ6. Der hat beim ersten Versuch leider kein TÜV gekriegt. Das erzähle ich euch dann allerdings gleich, denn ich habe schon die Teile dafür da. Allerdings möchte ich hiermit anfangen. Ja, was das ist, das seht ihr jetzt hier. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt hier ein Unboxing für euch. Ich schneide das wahrscheinlich in ein Video rein. Ich habe was bestellt die Tage in den USA. Das ist endlich da. Ich werde es jetzt auch eben mal aufmachen. Einen Moment. Und da ist was für die Limo drin. Ach. So. Eben auspacken. Und zwar, ich hatte ja gesagt, als ich euch die Papiere gezeigt habe, dass da oben an den Papieren Honda Perfection stand. Und die Honda Perfection Academy ist natürlich ein Honda-Händler in Albuquerque. Und ja, ich habe ein Original-Händlerschild bekommen. Das ist keine Repro, sondern das ist Original. Man sieht es ja auch an den... Moment. Man sieht es hier auch an den ganzen Gebrauchsspuren. Also, es war auch schon mal verschraubt. Und wer weiß, vielleicht war das sogar tatsächlich mal irgendwann auf der Limo. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es dafür gekauft, weil ich es extrem nice fand. Beziehungsweise ich habe es bekommen. Sagen wir es mal andersrum. Ich habe es gekauft bekommen und ja. Und zwar ist das ein Händlerschild von der Honda Perfection Academy aus Albuquerque. Da, wo die Limo ursprünglich her ist. Und es hat zwar keinen praktischen Wert fürs Auto, aber einen sehr dekorativen. Vielleicht auch ein bisschen einen emotionalen Wert, weil sowas ist natürlich immer sehr schön zu haben. Von daher bin ich froh, dass es da ist. Und dann, wie gerade angesprochen, ein großes Paket, in diesem Fall von Autodoc bzw. PKW-Teile. Ich habe ein bisschen was bestellt. Wie gesagt, der EJ6 ist nicht beim ersten Versuch durch den TÜV gekommen. Woran das liegt, das ist ganz einfach. Hier und da waren ein paar Schrauben nicht zur Zufriedenheit des TÜV-Prüfers angezogen. Vielleicht ein bisschen auch mein Fehler gewesen. Nichtsdestotrotz, wir hatten hinten eine kaputte Schürze. Die wurde dann hinter mit Kabelbindern repariert. Das hat auch nicht so ganz gepasst. Von daher kam jetzt erstmal die von der Limo dran. Dann hatten wir ja mit dem Rost, das hat dem nicht so ganz gefallen, dass wir da nur abgeschliffen haben und das Ganze versiegelt haben. Heißt also, da müssen wir auch nochmal rangehen. Ansonsten, Bremsen waren rund um ein Thema, was mir klar war, nach 8 Monaten Standzeit. Und ja, die Handbremse war auch nicht in Ordnung. Das sind halt diese Kleinigkeiten. Allerdings hatten wir jetzt auch noch das Problem mit dem Traggelenk rechts oben unten. Entsprechend ist natürlich auch alles hier in der Box. Und im gleichen Moment wollte ich natürlich das Nockenwellenrad tauschen, denn das hat über die letzten Monate auch Probleme gemacht, da dort ein Stück abgebrochen ist. Entsprechend ist das Ganze nicht mehr gewuchtet und läuft unrund, und im gleichen Atemzug kommt dann quasi auch ein neuer Zahnriemen. Ich zeige euch allerdings direkt, was hier in der Kiste ist. Also einmal umdrehen. So, und dann wollen wir direkt einmal anfangen. Erstmal das Papier hier raus. So. Und dann haben wir hier natürlich die ganzen Teile. Ich werde sie einmal auspacken. Und jetzt im Einzelnen durchgehen. Also hier haben wir schon mal den einen Querlenker rechts oben. Ja. Ich habe das Traggelenk hier schon mal ausgedrückt, einfach um zu gucken, wie es funktioniert. Ja, also nicht wundern, das liegt hier quasi einfach nur rum. Dann haben wir hier natürlich direkt den Zahnriemen und hier die entsprechende Spannrolle. Beim Zahnriemen habe ich natürlich auf Conti gesetzt und hier bei
der Spannroller auf JP Group. Es sind nicht die teuersten Teile, die hier verbaut werden, ganz einfach deshalb, weil das Ganze natürlich auch immer noch irgendwo im finanziellen Rahmen sich bewegen muss und das Ganze ja trotzdem hält, zumindest bei den Firmen, wo ich weiß, dass die Qualität in Ordnung ist. Also das Ganze einmal, warum keine Wasserpumpe dabei kommt, ist ganz einfach, weil theoretisch nur das Nockenwellenrad getauscht werden muss, aber in diesem Moment bietet sich an, zumindest den Zahnriemen zu machen. Die Wasserpumpe sollte eigentlich noch ganz in Ordnung sein. Dann haben wir hier Tüte Nummer 1, einmal Traggelenk Nummer 1 und Traggelenk Nummer 2. Ja, wie gesagt, einmal für oben und einmal für unten. Ich weiß gar nicht, ob das hier drauf steht. Nee, hier steht nur Ball Joint. Also ich gehe davon aus, dass es die gleichen sind. Ich werde das allerdings nochmal in Erfahrung bringen. Zumindest vor dem Einbau, das wäre nicht ganz schlecht. Warum ich keinen kompletten Querlenker gekauft habe, ist ganz einfach. In diesem Fall kostet ein Traggelenk 6 Euro und der günstigste Querlenker von einer Firma, wo ich nicht weiß, ob die qualitativ gut ist, kostet mindestens 15 Euro. Das heißt, hier 9 Euro gespart. Werkzeug habe ich sowieso da. Und unten, naja gut, unten geht es nicht anders. Da muss es sowieso ausgedrückt werden. Also von daher kann ich das dann oben auch machen. Dann haben wir hier zwei Spurstangenköpfe. Warum? Ganz einfach, weil in der Lenkung ein, naja, sehr unangenehmes Geräusch gewesen ist. Ja, laut dem TÜV-Prüfer sollen wir da auf jeden Fall mal gucken, ob es die Spurstangenköpfe sind. Die haben jetzt nicht die Welt gekostet, glaube ich, 12 Euro das Stück. Also einmal hier 24 Euro beide zusammen. Das ist noch zu verkraften. Die Arbeit ist auch in Ordnung, dadurch, dass ja sowieso die Traggelenke gemacht werden müssen, oder beziehungsweise auf der einen Seite muss ja sowieso alles ab und da kann das im gleichen Atemzug auch gewechselt werden. Natürlich auf der Fahrerseite muss dann natürlich ein bisschen mehr gemacht werden. Ist allerdings auch kein Problem. Ja, und einmal ein Faltenbalg, und zwar von der Lenkung auf der, also das kommt jetzt quasi an die Fahrerseite. Grund dafür ist, beim Anschauen des Spurstangenkopfes ist mir aufgefallen, dass das Teil kaputt ist. Es ist vorne hier eingerissen. Ja, das heißt, entsprechend kommt da Fett raus und sieht nicht schön aus. Also wird das einmal neu gemacht. Das Teil hat jetzt auch um die 5-6 Euro gekostet. Heißt also, in dem Fall kann man das auch auf jeden Fall investieren. Das heißt also, den EJ6 gibt es natürlich noch. Da wird auch fleißig dran geschraubt. Der ist jetzt mittlerweile in der Halle und er fährt ganz gut. Das Problem, was ich jetzt während der Fahrt zur Halle hin hatte, ist, dass die Kupplung nicht richtig packt. Daraufhin habe ich das Getriebe ausgebaut. Die Kupplung selber ist es nicht, die sieht noch ganz gut aus. Allerdings war alles im Getriebe ein bisschen sehr siffig, was natürlich daran liegt, wenn der Motor wirklich nur 60.000 Kilometer in diesen knapp 22 Jahren gefahren ist, dann war das Getriebe, also so wie ich es empfunden habe, war das Getriebe noch nie ab. Das heißt natürlich auch, dass es entsprechend ja, da drin entsprechend schmuddelig war. Es sah auch nicht sehr schön aus. Das Ganze wurde jetzt mit Bremsenreiniger einmal sauber gemacht. Alles, was jetzt von meinem S20-Getriebe rauskam oder von runter kam, wird jetzt daran gebastelt, weil bei meinem EJ9 bzw. beim S20-Getriebe weiß ich, dass alles funktioniert hat. Entsprechend wird das quasi an das S8G geschraubt, damit ich mir sicher sein kann, dass es dort auch entsprechend funktioniert. Heißt also, da wird auch noch ein bisschen Arbeit sein. Ich hoffe allerdings, dass ich alles am Sonntag soweit fertig kriege, dass der Wagen dann Anfang der nächsten Woche hoffentlich wieder zum TÜV kann. Vorher muss ich mich natürlich noch entsprechend um die Bremsen hinten kümmern. Vorne habe ich sie sauber gemacht, angeschliffen, zumindest die Bremsbeläge. Und gucken, ob das dann auch den entsprechenden Effekt hat. Das Ganze muss nochmal entlüftet werden wahrscheinlich. Aber ja, das ist halt so das, was momentan mit dem EJ6 passiert. Also das Auto gibt es noch und es hat leider seinen Weg auf die Straße noch nicht ganz gefunden. Warum übrigens der Motor lange Zeit nicht lief, ist ganz einfach. Ich hatte den Zündverteiler ab, ich hatte die Verteilerkappe ab, aber, und jetzt kommt's, ich habe alles sauber gemacht, aber diesen kleinen Rotor, der quasi in der Verteilerkappe das Ganze dreht, oder der sich in der Verteilerkappe dreht, war angerostet. Das habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht sauber gemacht als einziges Teil. Und der hat entsprechend dafür gesorgt, dass das Ganze keinen Funken gekriegt hat und dass das Ganze nicht lief. Es ist super ärgerlich, weil es ein Teil ist, was ich über Monate lang nicht im Kopf hatte. Sonst hätte das Auto schon lange die Zulassung bekommen wahrscheinlich. Aber manchmal ist es so, dieser Motorswap war natürlich auch für mich jetzt erstmal eine sehr große Erfahrung oder ein sehr großer Erfahrungswert, den ich gesammelt habe.
und entsprechend weiß ich, wie ich beim B16 dann vorgehen muss, worauf ich vielleicht ein bisschen mehr achten sollte und welche Fehler ich dann entsprechend auch vermeiden kann. Wo wir gerade bei B16 sind, auch da wird es bald hoffentlich weitergehen, wenn das Ganze hier auch mit diesem ganzen Virusgelumpe da um ist, dann geht es wahrscheinlich auch ein bisschen energischer weiter, denn wie viele andere habe ich natürlich auch momentan mit der Arbeit ein bisschen zu kämpfen. Nicht nur, dass ich zu Hause sitze, sondern man weiß auch nicht, wie es weitergeht, wie lange es weitergeht und entsprechend ist das halt ein bisschen doof. Und zudem muss man noch abwarten, wie das jetzt im Mai aussieht, denn im Mai wollte ich ja eigentlich nach New York fliegen. Auch um Honda-Teile zu shoppen, das wird wahrscheinlich ins Wasser fallen. Entsprechend wird das Geld, was dort eingeplant war als Taschengeld, wahrscheinlich in den EOD 9 direkt fließen. Das heißt, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Wo wir gerade noch beim B16 sind, warum das Ganze jetzt nicht so im Schnellverfahren passiert ist, liegt ganz einfach auch daran, ich möchte einen neuen Kühler für das Auto haben und ein paar Kleinigkeiten, die ich noch gerne hätte, einfach damit es zu meiner Zufriedenheit ist, dass ich da nicht ständig an den Motor ran muss, sondern nur einmal. Und der Rest dann hinterher quasi nur Bolt-Ons sind, die natürlich dann entsprechend auch schneller gehen. Die Tage wird hoffentlich oder vielleicht oder wahrscheinlich noch ein Video über eine Hot Wheels-Sammlung kommen. Ich hatte das vor einem Jahr schon mal angesprochen, dass ich das gerne mal machen möchte, weil ich weiß, es gibt viele von euch, die genauso bekloppt sind und die Teile sammeln und suchen und lieben. Und jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Und zwar, ihr habt gemerkt, ich mache seit einigen Videos keine Thumbnails mehr. Nicht, weil ich das nicht machen möchte, sondern weil ich persönlich nicht das Gefühl habe, dass meine Thumbnails gut sind. Aber ich habe bei vielen anderen YouTubern mittlerweile gesehen, dass die nur noch Fotos ohne Beschriftung als Thumbnail quasi hochladen. Und ich wollte wissen, ob ihr das lieber habt oder ob ich lieber so zwei, drei Worte dazu schreiben soll. Lasst mich das auf jeden Fall mal wissen in den Kommentaren. Da wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Und ja, dann würde ich sagen, das war's schon wieder mit diesem Video. Super viel Gequatsche, ich weiß. Aber damit ihr ein bisschen auf dem aktuellen Stand seid. Und dann würde ich sagen, Sonntag nehme ich euch mit in die Halle. Da werdet ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu sehen kriegen. Bis dahin. Ciao.